So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play SteamWorld Dig. Ja, im letzten Part, was haben wir da eigentlich gemacht? Ach, da waren wir in der Old World, genau. Ich habe mir da ein paar Lebensupgrades noch geholt und ein bisschen den Wassertank da aufgefüllt und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Hoffen, dass der eine Typi da nicht so nervig wird. Nee. Da sitzt mir nicht im Nacken dann. Das finde ich schon mal gut. Was ist mein überhaupt jetzt mein Ziel? Nee. War das hier weiterzugehen? Nee, da war ich schon. Ich erinnere mich. So. Guck mal einfach mal, was hier noch so geht. Noch mehr Gold. Und ganz viel TNT-Fässer. Geisteskranker Ära. Das soll ein Genie sein. Ah, ja. Also Genies habe ich mir anders vorgestellt. Ich glaube, die werden auch niemals besser. Egal. Moment, ich muss noch was erledigen, weil ich so schlau bin. Gut, alles erledigt. Dann machen wir hier das Erz noch weg. Hoffen, dass das TNT nicht gleich wieder in die Luft fliegen will und so. Nein, geh was weg von mir. Da schläft der nächste schon wieder. Ey, sag mal. Das ist viel zu. Waren die Viecher schon immer so blöd? Und haben mich so dumm verfolgt? Da ist doch bestimmt einer drin. Ja. Dachte's mir doch. Jo, Wasser. Ich grab hier wieder durch wie nix. Irgendwas hat geknallt. Und ich habe keinen Platz mehr. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Okay, dann gehe ich wieder hoch. Weil Leben und so brauche ich ja alles Wasser. Moment, wie konnte man noch mal Ding benutzen? Genau, so ging die Teleporter dann. Gut. Ja, ich mache Fortschritte, ich weiß. Krieg ein bisschen Geld. Druckhalter. Zerstörerpickel. Okay. Da gucken wir mal, was der Druckhalter ist. Schönen guten Morgen. Füllen wir mein Leben auf. Ja, Stahlpickel. Die macht mehr Schaden an den Gegnern. Weniger Dampfverbrauch. Wasserverbrauch. Ich denke mal, ich nehme mal die Zerstörerpickel noch. Das kann ich mir schon gar nicht mehr leisten. Dann gehe ich mal wieder zurück. Gut, da lässt sich da jetzt halten. Moment. So. Der Teleporter bleibt ja, habe ich ja gesehen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht irgendwie zu den. Was ist das bitteschön hier? Mal gucken, ob es was bringt.
Aha. Da ist ein Teleporter, auch ein Manno. Verdammt, das war ein Dampfsprung in den Sand gesetzt. Gut, dann weiß ich da wenigstens mal schon mal Bescheid. Voll. Ob das jetzt hier nicht ist, dass ich so mache? Egal. Oh nein! Ich bin so ein Depp, ein dämlicher. Biotit, okay. Ah, die habe ich natürlich auch in den Sand gesetzt. Dann machen wir wenigstens so. So langsam bräuchte ich mal wieder Wasser. Fällt mir gerade so mal auf. Ach, die sind praktisch, die jungen Dinger. Oh Gott, ich sterbe. Nein! Schnell hier raus. Ja, die Genies schreiben ja auch ein bisschen komisch. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ja, da ist alles Mögliche da unten. So, jetzt kaufe ich mir ja den. Den oder den? Ach komm, mach mal den. Krieg ich mir auch gleich wieder was aufgefüllt. Hat auch was. Ab in die tiefsten Tiefen der Old World. Dann können wir wieder ein bisschen was verballern. Nee, das ist nicht mehr genug. Okay. Ja, ich wüsste, warum ich dem Ganzen nicht trauen da will. Irgendwo. Irgendwann hat man dann doch mal so eine Ahnung, wie assi das Spiel sein kann. Und guckt mal hier, hier kriegt man sogar ein bisschen Wasser gespendiert. Was ist denn bitte schön das? Ja. Selbstmordgefährdete Jungs hier. Ich baue mich sogar selbst ein bisschen mit ein. Ist das nicht toll? Am Schluss komme ich nicht mehr raus. Ich sehe es noch kommen. Obsidian. Ja, ich renn dahin, wo ich dann sein wollte. Die gönnen es mir auch nicht, die Jungs.
Stimmt, mit X konnte ich ja rennen da. Ja. Trottel. Oh, wenigstens das Licht habe ich bekommen. Okay, Wasser habe ich auch wieder davon bekommen. Das Obsidian nehme ich doch gerne mit. Ach, ich nehme wieder die Pickel, jetzt geht's ja wieder. Okay. Da ist mein nächstes Ziel, das sieht aus wie Säure, da will ich jetzt mal nicht reinfallen. Vorher gehe ich vielleicht nochmal hoch und hole mir noch einen Teleporter mit. Wäre vielleicht noch ratsam, wenn ich denn jemals hier rauskommen werde. So großartig gut geht es mit dem TNT fast da auch nicht. Das wird jetzt ein bisschen wehtun dann. Ach, Mano. Kann sich in dem Spiel echt selbst versauen. Da kaufe ich mir noch ein paar Leitern. Falls ich damit einmal zu Fuß nach oben gehe. Weil das so, das ist ja kein Zustand so. Nee. 147 mache ich wieder. Hatte ich hier nicht? Nee. Oder? Hatte ich da oben nicht Tele. Hatte ich da oben Teleporter platziert? Ich weiß schon nicht mehr, wo ich Teleporter platziert habe. Super. Ja, da oben. Ob ich mir mit der Leiter erstmal total versaut habe. So, nach draußen. Geld abgeben. Oder zumindest Geld sammeln. Geld abgeben tue ich ja nicht. Tumbleton wächst. Jetzt haben wir Biff. Und ich weiß nicht, was Biff, wer Biff ist. Aber erstmal gehe ich zu Cranky. Was ich kaputt mache, muss ich auch kaufen. Okay. Und jetzt kann ich nur einen Teleporter. Leitern. Dann gehen wir mal zu Biff. Wo ist das Empfangskomitee, Kumpel? Biff ist zurück. Ja. Hier war ich zuletzt, als ich noch grün hinter den Ohren war. Harte Zeiten, seitdem vorher war. Das heißt, du brächtest hier den zweiten Frühling her, mein Freund. Biff Beacon ist, wo immer das Geld ist. Okay. Der Meisterbohrer 3000 ist ein Bohrkopf mit verbesserten Mandelnuten, die härter aus Material schneiden. Eine neue Laterne. Und die muss ich noch freischalten. Okay. Also wissen wir schon mal, dass wir einen neuen Job haben. Das ist doch auch was. Und wieder nach unten ins dunkle, dunkle Loch. In die böse, böse Old World, in der mir alles umbringen will. Obwohl, hey, vielleicht komme ich ja. Weil ich mich hier runtergrab. Mache ich mir jetzt einen guten Weg. So. Oder? Ja, da habe ich mir wieder ein bisschen Umweg gespart. Halt, darum.
So, dann gehen wir weiter. Lazurit, okay. Aua. Ich dachte, da kann ich wenigstens halbwegs gut stehen, aber nein. Gut aus für meinen Teleporter jetzt. Gleich wieder Geld abgeben. Ja, und noch mal ein bisschen Leben holen. Ein paar Dynamitstangen. Weil der Typ wird mich wahrscheinlich gleich versuchen, wieder umzubringen. Also schmeiße ich den mit Dynamit ab. Verdammt! Ich bin so ein Depp, ich bin so ein dämlicher Depp. Friss! Ja, wie ich es gedacht habe, das ist Säure. Und in die zweite Mine rein. Hier ist ein alter Panzer, okay. Wissen wir Bescheid. Aber, bist du was? Ich würde sagen, ja, an der Stelle mache ich einen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao.